Ja, ich melde mich zurück mit 115 Führungsrunden. Mal gucken, ob so einige noch dazukommen jetzt in Kanada. Sollte auf jeden Fall möglich sein. Und hier gewonnene Fahrer-WMs haben wir noch keine. Mal gucken, vielleicht kommt noch die eine oder andere dazu. Pole Position haben sie 4 Stück. Ach ja, und ist auf jeden Fall sonnig. Das haben wir gerade schon mal ganz kurz gesehen. Und wird auf jeden Fall interessant sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich mich schlagen werde. Es ist jetzt schon ein paar Minuten her, dass ich gefahren bin. Ich sehe schon kommen, dass ich wahrscheinlich wieder irgendwo versaue. Und ja, gut. Ja, Runde 8 ist okay. Kommt der Fernando im Teil eine Runde später rein, hat er wenigstens nicht das Boxenproblem. Eventuell. Und wollen wir aufgehen. Zum Rennen in Kanada. Letztes Jahr, wie bin ich denn letztes Jahr hier gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, glaube ich, war es einigermaßen oder war es gar nicht. Kurve war sie auf jeden Fall bei Kacke. Weil ich kein DRS, kein Case hatte. Hat mir richtig viel gebracht dann. Aber na gut, wir dürfen vom Platz 1 starten. Hamilton von weiter hinten, genauso wie Button und ja, Alonso auch. Na gut, nicht wirklich von weiter hinten, aber sind doch schon ein bisschen weiter weg. Wir werden auf jeden Fall die Motoren aufheulen. Es geht auf jeden Fall los. Da kommt der Hamilton außen auf jeden Fall schon mal lang. Aber wir können es nochmal absetzen, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Platz 1 vorerst halten. Ja, der Kobayashi könnte schon angreifen. Hier so ein bisschen Kehrs aufgespart. Ah gut, aber der Sauer zieht im Windschatten natürlich jetzt. Das war auf jeden Fall nicht sehr optimal, der Winkel. Da auf jeden Fall schon mal 116. Führungsrunde. Alonso ist auf jeden Fall auf 4. Ich glaube, da müsste Perez auf 5 zurückgefallen sein. Der Alonso hat, glaube ich, gerade auch einen Fehler gemacht. Er hat, glaube ich, die Linie blockiert für den Sauber, weil der nämlich jetzt gerade zurückgefallen ist. Oh, ist zumindest eine Kampflinie gefahren. Diesmal ist, glaube ich, der Sauber nicht wirklich in Schlagposition. Nein, kommt uns ein bisschen absetzen, aber dafür ist halt der McLaren direkt im Windschatten. Und ich verbrenne mich. Mal gucken, wer jetzt in die schnellste Runde gefahren ist. Hamilton 21.0. Oh, Hamilton ist jetzt auf jeden Fall vorbei am Kobayashi. Ja, das ist ja dann wieder richtig lustig.
will auf jeden Fall DRS haben. Und ich sehe schon, wie er nur auf der Karte näher kommt. Das war nicht sehr gut. Sehr quersteher dort. Gut gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Oh, schnellste Runde, Runde geht an mich. Okay. Und trotz des Querstehers im ersten Sektor besser gefahren. Der Kobayashi fällt gerade richtig weit zurück. Hamilton holt extrem auf wieder. Wird das noch nicht nah. Er war eigentlich schon nah genug dran, er probiert es einfach bloß nicht. Kann man es jetzt einmal rausfahren aus dem 1-Sekunde-Bereich oder ist der Hamilton noch mehr dran? Denn? Er ist dran. Da. Er hat vielleicht der erste, allerdings wird es nicht schaffen, weil da eindeutig zu weit weg ist. Hier auf jeden Fall ein bisschen vertan. War ich glaube ich einen kleinen Tick zu langsam dran in der Kurve. Ah, jetzt ist er auf jeden Fall schon dran. Das sehe ich so schon mit bloßem Auge, dass er unter einer Sekunde ist. Habe ich wieder irgendwie verbockt auf jeden Fall richtig. Gut ist, er ist auf jeden Fall weit genug weg momentan. Du bist etwas schneller unterwegs als Hamilton. Er fällt langsam zurück. Der Lando ist jetzt auf jeden Fall vorbei und ist dritter. Ein Kobayashi. Vorbei am Kobayashi. Der ist aber auch jetzt schon ordentlich zurückgefallen von 2 auf 4. Und Perez ging es auch nicht besser. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Alonso, glaube ich, jetzt sogar schnellster Mann sein könnte. Im Feld. Thank you.
jeden Fall, ja, ich glaube, der Alonso ist eindeutig und schneller unterwegs, jetzt zumindest auch als der Hamilton. Ich kann mich auch jetzt etwas vom Hamilton zumindest absetzen. Könnte gut aus durchaus sein, dass es jetzt auf jeden Fall nochmal eine neue schnellste Runde gibt. Boxenstopp diese Runde. Komm am Ende dieser Runde an die Box. Alonso ist aber nicht die schnellste Runde gefahren, okay. Ich dachte, der hat mich vielleicht jetzt nochmal unterboten. Der Hamilton fällt jetzt richtig auf mich. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass der jetzt auch so viel verliert. Gehen wir in die Box, also einmal bloß geradeaus düsen hier. Den Rest übernimmt der Computer automatisch. Also ein bisschen schade, können wir eigentlich noch als Feature ein bisschen einbringen, dass man wirklich hier selbst den Knopf drücken müsste oder so. Jetzt erstmal auf Tetrum. Oh, Hamilton bleibt draußen, auch der Alonso natürlich. Ah, wir haben es halt geschafft, noch vor den Kobayashi wieder loszufahren. Wir kommen genau vor dem Webber raus, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Also wirklich viel Zeit verliert man hier natürlich nicht beim Zopf, wie man es schon sieht. Also Hamilton und Alonso sind gar nicht so weit vor mir. Auf jeden Fall Platz 1 wieder zurückholen. Bin mal gespannt, ob der Alonso jetzt aufholen kann, nochmal auf den Hamilton. Allerhand 4 Sekunden. Wohl 4 Sekunden erstmal zu haben, ist schon ordentlich. Oh. Die Mauerberührung sollte natürlich da nicht sein. Wirklich in dem wäre es auf jeden Fall ein ordentlicher Schaden gewesen. Knapp an der Wall of Champion vorbei. Fünf Sekunden ist der Hamilton jetzt zurück. Der Hamilton ist wirklich jetzt momentan so ein bisschen langsam. Boah. Auf die Tonste genau gleiche Rundenzeit wie letzte Runde. Hinter dir fährt Hamilton mit 5 Sekunden Rückstand.
auf jeden Fall hier nicht so aus, als wenn ich irgendwelche Probleme mit der mit Käse oder so hätte. Oder steht einer am Rand? Mal gucken, ob der jetzt gleich weg ist, wenn ich da lang komme. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Der ist nicht mehr da. Da ist auf jeden Fall irgendein Fahrzeug ausgefallen. Doch wer das ist, weiß ich nicht. Von den Hamilton scheinen auf jeden Fall, glaube ich, die Härtereifen nicht so wirklich gut zu legen. Und Alonso holt immer mehr auf. Wenn bei mir das eigentlich fast nur verwalten ist, kämpft Alonso richtig. Man muss also sagen, Hamilton hat seine Chance, hat die aber nicht genutzt. Also er war auf dem Weg, hatte zwei oder dreimal DRS sogar gegen mich. Einmal war sogar nah genug, ne, zweimal, ich war sogar nah genug dran. Also, kann er sich selbst anschreiben, er hatte die Chance gegen mich. Wir haben 1.18.1. Alonso ist fast unter einer Sekunde. Ich mache fast nur noch Fan-Kommentieren. Ich beobachte eigentlich fast nur noch die Zeiten der beiden und konzentriere mich gar nicht so wirklich aufs Fahren. Gerade. Na gut, doch schon aufs Fahren konzentriere ich mich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich total am Limit fahre. Das ist eher dieses kontrollierte Fahren. Hamilton ist auf jeden Fall sehr, sehr gut in Sektor 2. Und Alonso ist halt, glaube ich, auch im DS drin. Also das könnte gut sein, dass der Alonso sich da noch den Hamilton holt. Das ist nur noch 14. Ich glaube, der Alonso ist aber jetzt auch Bestzeit gefahren. Naja, 1.17.3. Nein, natürlich mit der ersten ist auch möglich. Hinter dir fährt Hamilton mit 5 Sekunden Rückstand. Jetzt müsste der Alonso doch den Hamilton kriegen. Das soll doch jetzt auf jeden Fall machbar sein. Und jetzt ist er, glaube ich, schon vorbei. Zweiter wird jetzt mit mir angezeigt. Ja, der Alonso ist durch. Fliegt fast ab. Also Ferrari ist auf 1 und 2 auf jeden Fall für die Konstrukteure. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nachdem der Alonso, glaube ich, jetzt zweimal hintereinander jetzt schon aufgefallen ist.
Auf jeden Fall auch wichtig für ihn in der WM. Wenn er mich noch schlagen will. So, ich will mal jetzt noch gleich noch die schnellste Runde auf jeden Fall noch holen. Das finde ich noch ein Muss für mich jetzt. Sehe ich da mal Regentropfen? Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass hier irgendwo mehr Regentropfen. So, jetzt will ich mal noch die schnellste Runde wenigstens noch holen. Alonso ist natürlich noch bei weitem nicht safe jetzt. Er muss eigentlich noch mal ein bisschen mehr rausfahren, Vorsprung auf den Hamilton. Um vielleicht mal aus DRS rauszukommen. Mal gucken, ob ich noch auf die Überrunden dort auflaufe. Ja, 15 ist nicht viel. Also. Könnte sein, dass der Alonso jetzt wieder gleich gestuckt wird vom Hamilton. So, wenn ich nochmal die schnellste Runde jetzt geholt. 1:17:1. Der Alonso behält auf jeden Fall die Nerven. Ach so, heute soll ich so bis zum Ende weitermachen. Du weißt schon, dass ich hier auf Platz 1 bin. Aber vertraust du mir etwa so stark, dass ich das jetzt so einfach über die Bühne noch schaukel. Weil ich jetzt in die Box gehen würde, wäre ich auf welch 7. noch. Nein, ich glaube nicht. Ich würde eigentlich, glaube ich, hinter den beiden einfach auf was rauskommen. Auf jeden Fall Grashalme fliegen immer hier irgendwie rum. Auf jeden Fall ist die letzte Runde und noch 1:18:6 jetzt einfach mal gefahren. Die beiden holen auf jeden Fall jetzt auf einmal mit großen Schritten noch auf. Am ersten Sektor nicht, der erste Sektor gehört mir. Und wir befinden uns auf jeden Fall in der letzten Runde, das ist ungefähr schon mal klar. Also am Sieg sollte eigentlich jetzt nicht mehr schief gehen. Also ich mache jetzt noch den großen Fehler so wieder. Na gut, so ein großer Fehler war es jetzt auch nicht. Wir müssen hier noch einmal um die Ecke rum. Käse aufbrauchen. Was haben wir jetzt? So, was erreichen wir? Ja, auf jeden Fall das, den Platz 1. Und so ist es auch. Nächster Sieg in der Saison. Mensch, langsam welcher hier zum Seriensieger schon. Wer der erste erreicht? Teamkollege Fernando und zweiter.
Aber naja, gut. Sensationell! Ja, genau, sensational. Sensationell! Was für ein Sieg! Ich gratuliere! 25 Punkte! Ja, danke schön. Wieder einmal 25 Punkte. Ich verlange das schon ein bisschen zu. Zur Gewohnheit. Allerdings muss ich dazu sagen, ist die KI wirklich nicht sehr schlecht auf Profi. Also ich muss bloß einen Fehler machen und ich bin immer ohne Probleme bloß jetzt mal Vierter oder Fünfter. Letzten Rennen liefen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und was haben wir denn hier auf jeden Fall? Oh, Charles Peak ist ausgefallen. Das war wahrscheinlich derjenige, der stand. Und Sebastian Vettel hat noch an die Punkte geschafft. Auf jeden Fall Alonso Zweiter, Dritter Hamilton, Vierter Kurier steht, Sechster Perez, Fünfter Perez, Sechster Button. Ja, gut. War schon der dritte Sieg in Folge? Mein Gott. Ach ja, lief auf jeden Fall sehr gut. Alonso ist jetzt Vierter, ist glaube ich noch mal Vierter, ja. Perez, Kobayashi, Vettel sogar nur Neunter, also hat nur 22 Punkte. Ja, Teamwertung hat 233 zu 195. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Gucken wir nochmal, ja, 56 Punkte Vorsprung. Ja, gut, zwei Rennen, zwei Siege Vorsprung. Und noch ein bisschen mehr. Gut. Gut, dass wir jetzt mal gerade beim 7. Rennen oder so sind. Also haben wir noch 13 Reserve. Mal gucken, was in den 13 Rennen noch passiert. Also sind auf jeden Fall einige Strecken noch dabei, wo ich sage, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir lassen uns aber jetzt erstmal feiern. Alonso schafft noch den zweiten Platz. Also 1 und 2 für Ferrari. Hamilton, der sich geschlagen geben musste. Am Anfang sehr, sehr gut, hatte Chancen auf den Sieg, aber hat es selbst versaut. Ja, Valisky holt Sieg Nummer 3. Ferrari-Pilot setzte seine Siegesserie am Samstag in Montreal fort. Valisky hat nun 3 Rennen hintereinander gewonnen und sich als ernsthafter Titelanwärter etabliert. Gleichzeitig hat er sein Team eine hervorragende Position in der Konstrukteurswertung beschert. Ja, die Großwertung von Teamkollegen. Reifen bei Ferrari kein Problem. Und wir sollten auf jeden Fall einen neuen Rang aufsteigen. Jawohl. Rang 14. Bald können vielleicht Rang 15 kommen. Wir haben schon mal E-Mails. Informationen zum Rennen Valencia. Ach, Valencia ist ja jetzt nächstes. Okay. Für den Restaurant aggressive Entwicklung. Okay. Team Interstell. Also ich momentan eindeutig gegen mich, für mich aus. Boah. Gar nicht so schlecht. Fünfter Saisonsieg schon. Gut. Reifenverschleiß proben im. Fünfter Sieg im 7. Rennen, aber gut. Ja, das wird vielleicht doch ein bisschen zur Gewohnheit. Mal schauen auf jeden Fall, wie ich mich in Europa anstelle. Das sind eigentlich die Besonderheiten in Europa. Das Willkommen Team ist jetzt ein ganz besonderes Rennen. In die letzte Kurve schön langsam. Achso, okay, gut. Das ist wegen Fernando Alonso, glaube ich, das besondere Rennen. Gut, das war's auf jeden Fall hier vom großen Preis von Kanada. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim großen Preis von Europa. Und bis dahin, ciao, ciao.